Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und zuallererst möchte ich euch darüber informieren, dass morgen am Dienstag um 18 Uhr ein neuer Livestream startet. Ja, mir hat der letzte Livestream so viel Spaß gemacht, da musste ich mir einfach sagen, ey komm, wir müssen in nächster Zukunft nochmal wieder einen neuen starten. Und ja, diesmal bin ich wieder nicht alleine. Letztes Mal war ja ein Kumpel von mir hier vor Ort. Diesmal habe ich auch einen Gast dabei, der wird es aber halt über Mikrofon denn mit mir kommunizieren. Und zwar ist das der liebe Painy. Ja, The Golden Pain ist morgen mit mir zusammen am Start und wir werden ein bisschen Shakes and Fidget zusammen streamen, ja. Übrigens ist nicht nur der Painy da, sondern auch der Terra, ja, den hatte ich gestern auch noch angeschrieben gehabt und er hat tatsächlich zugestimmt, also ist Big Tree ist wieder reunited, ja, endlich wieder ein bisschen chillen mit meinen Boys, ja, da habe ich mich schon ewig drauf gefreut und ich hoffe, ihr tut es auch. Er ist zu mir bei Gast, zu mir, ja, er ist zu Gast bei mir, so rum, ja, und wird uns denn in diesen Stream begleiten. Da freue ich mich schon sehr drauf, wird sehr cool. Wir werden ein bisschen Druiden zocken, ein bisschen noch meine anderen Server durchgehen und dann, ja, nebenbei so ein bisschen Trash-Talken, so wie wir das halt machen. Ich hoffe, das freut euch auf jeden Fall sehr, ja. Painy ist ja auch immer ein sehr gern gesehener Gast hier bei mir auf dem Kanal und deswegen, ja, freue ich mich da auf jeden Fall auch und ich hoffe, ihr auch. Also, wie gesagt, das könnt ihr euch schon mal abspeichern. Um 18 Uhr morgen am Dienstag. Livestream, ja, Shakes and Fidget. So, dann habe ich noch eine zweite, Neuigkeiten nicht. Eine zweite Information mehr oder weniger für euch. Und zwar wollte ich euch einfach mal Danke sagen. Die letzte Woche, seitdem das Update draußen ist, war ziemlich, ziemlich krass gewesen. Und es kam eine sehr heftige Resonanz auf die Videos und ihr habt sehr viel Interesse gezeigt und ja, da das Ganze ja auch nicht selbstverständlich ist immer, dass ihr das dann bei mir guckt, sondern ja, keine Ahnung, ihr könnt das ja auch irgendwo anders schauen oder so, müsst das ja nicht bei mir schauen, deswegen ist das ja immer alles freiwillig und dafür möchte ich euch danken und ja, möchte das so zeigen, dass ihr so ein bisschen Mitspracherecht habt auf die restlichen Pilze, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Und zwar habe ich ja jetzt noch 1291 Pilze über. Ja, die habe ich ja nicht bezahlt, deswegen kann ich damit machen, was ich will. Das tut mir nicht weh, wenn ich diese Pilze verliere. Jetzt eine Entscheidung bräuchte ich von euch als Dank dafür, dass ihr so heftig am Start wart die letzte Woche und die Videos so krass supportet habt. Wie gesagt, vielen lieben Dank dafür. Möchte ich euch einfach mal eine Entscheidung lassen. Oder die könnt ihr übernehmen und ihr könnt entscheiden, was mit diesen Pilzen passieren soll. So, und jetzt entscheidet sich halt, ob die Community, die Shakes and Fidget Community oder ich sag mal meine Community oder meine Zuschauerschaft hier, entweder die guten, braven, lieben Engel sind oder die bösen, verführerischen Teufel. Ja, sind und da bin ich mal sehr gespannt, wofür ihr euch entscheiden werdet. Und zwar habt ihr die Wahl. Wollt ihr die Pilze alle, also ich sag mal 1000 Pilze, wollt ihr, dass ich die Pilze beim Hütchenspieler setze, dass wir dort 1000 Pilze beim Hütchenspieler rausballern? Oder wollt ihr die vernünftige Variante, ja, dass ich die Pilze noch weiterhin hier nutze, vielleicht ein paar Dungeons durchböller, ein bisschen noch durch die Ehrenhalle noch so ein bisschen durchgehe, hier mich noch ein bisschen hochfarme, bisschen noch Sammelalbum pushen, ja, Dungeon, ein bisschen blättern hier und da und so. Allerdings ist ja jetzt bald nicht mehr Epic Event, das ist ja jetzt schon wieder vorbei, denn wenn das Video rauskommt, ja. Und da habt ihr die Entscheidungsmöglichkeit. Wollt ihr 1000 Pilze beim Hütchenspieler setzen? Risiko? Oder wollt ihr ganz normal, dass ich hier auf dem Druiden die Pilze ganz normal runterspiele und dann ist in Ordnung? Und ja, es, wie gesagt, es gibt aber halt nicht mehr so viel zu sehen, weil es kein Epic-Event mehr ist. Also können wir nicht mehr so viel blättern. Ja? Und dafür habe ich einen Strawpool gemacht. Und diesen Strawpool findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist der allererste Link, der euch da entgegenflattert. Da würde ich euch bitten, drauf zu drücken und zu entscheiden. 1000 Pilze beim Hütchenspieler setzen? Ja, nein.
Das wäre die Information, die ich bräuchte. Und ihr habt somit die Möglichkeit, über meine Pilze, die ich habe, hier zu entscheiden. Als kleines Dankeschön für die letzte Woche habt ihr quasi das Entscheidungsrecht über meine Pilze, was ich damit anstellen soll. Ihr könnt sagen, 1000 Pilze, let's go, Hütchenspieler, alles oder nichts. Oder wollen wir damit vernünftig umgehen und ja, ganz normal weiterspielen. So, wie gesagt, ich spiele ja eh nicht mehr so lange auf dem Server, aber ich würde mich auch freuen, wenn ich die Pilze noch behalten würde. Auf jeden Fall gibt es hier unter Chatbefehle, wenn ihr eingebt in den Chat hier, ich habe das schon mal gemacht, /help, ja, dann kommt ihr zu den Chatbefehlen hier und dort kann man halt für die Leute, die das nicht wussten, /Pilze, Bett, dann gibt man dort die Anzahl ein und dann sieht man Anzahl Pilze beim Hütchenspieler gesetzt, weil beim Hütchenspieler selbst kann man ja nur maximal bis zu 10 Pilze setzen, aber über diesen Befehl kann man halt unendlich viele Pilze setzen. So, deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Diesen Strawpool erstelle ich jetzt. Es sind keine Mehrfachantworten möglich. Ja, das heißt, jeder kann nur einmal abstimmen. Das habe ich extra so eingestellt, weil es ja sonst Leute gibt, die da ein bisschen reintrollen würden. Deswegen ganz fair erstellen wir das Teil jetzt und wir sehen dann die Antwort auf jeden Fall. Und dann könnt ihr auf wählt ja oder nein antworten und dann auf abstimmen gehen. Und dort sieht man dann hier die Ergebnisse. Wie gesagt, den Link zu diesem Strawpool, zu dieser Abstimmung, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Und ja, ob meine Community mich arm sehen will oder ja, ja, oder vielleicht den anderen Weg geht. So, ne? Ja, vielleicht haben wir ja auch das Glück und können verdoppeln. Ja, vielleicht aber wahrscheinlich eher nicht, weil die Chance ist 1:3 und meistens verliert man da auch dabei. So, kleiner Reim noch am Rande hier noch so, ne? Ja, also da bin ich echt mal, da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Und ja, mal, ist noch ein bisschen laut hier der Sound irgendwie. Muss noch mal ein bisschen runterpegeln. Warte mal, habe ich das hier schon? Mal auf 10%, hier ist das ein bisschen leiser hier. Ja, yeah. Ja, und wie gesagt, ne, also die Pilze müssen ja so oder so weg, ist nur die Frage, wie wir sie verballern, ne? Verballern wir sie in den Dungeons oder verballern wir sie beim Hütchenspieler? Beim Hütchenspieler hätten wir einmal kurz Spaß, bei den Dungeons hätten wir wahrscheinlich ein bisschen länger Spaß, so bei der Entscheidung, ja. Und für mich ist das auch mal so ganz interessant, mal zu sehen, was für Leute sich vielleicht in der SF-Community so umhertummeln. Ja, ob da ob da vielleicht Leute dabei sind, die da eventuell richtig Bock haben. So, mal richtig Las Vegas-Style, mal alles auf Rot sozusagen, ja. Oder ob wir da tatsächlich mehr brave Schafe in der Community haben. Wie gesagt, ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt. Ich bin euch da auf keinen Fall böse, ne, über jegliche Entscheidung. Deswegen, sonst hätte ich euch das ja nicht unterbreitet, dieses Angebot. Ne? Also das liegt ja auch in meiner freien Entscheidung. Aber ja, weil, wie gesagt, so ein bisschen als kleines, ja, so ein bisschen zurückgeben, dass man so ein bisschen auch vielleicht interagieren kann mit euch auch. Das finde ich sowieso immer ganz nice. Und wie gesagt, als kleines Dankeschön auch nochmal für die letzte Woche, ne? Weil da ja ziemlich krasse Resonanz auf die Videos kam. Natürlich auch durch das Update, ist natürlich ganz klar. Ohne das Update wäre es natürlich nicht so. Oh, habe ich den jetzt geskippt hier? Wollte ich gar nicht. Lul. Ich wollte... Na gut, nee. Hä? Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ach, ich habe Bauabrechner gemacht. Ach so, oh no, no. Ich wollte eigentlich meine Ritterhalle ausbauen, aber das kann man nicht, wenn das Ding hier am Ausbauen ist gerade. Ja, wir haben nicht mehr sehr viele Sanduhren, das ist natürlich sehr schade. Das heißt ja auch, dass wir bald nicht mehr sehr viel hier umherblättern können. Oder nicht umherblättern, sondern halt einfach nicht mehr sehr schnell sehr viel Alu machen können, was für mich wirklich sehr schade ist, weil ich eigentlich auf die Sanduhren mehr oder weniger angewiesen bin. Ohne Sanduhren komme ich hier nicht wirklich sehr weit. Full Intelligenz gehen jetzt hier vielleicht? Ich meine, die Spanne ist krass, ne? Die gönnen wir uns mal. Komm, schöne Intelligenzwaffe rein damit. Ja, verlieren wir zwar ein bisschen Ausdauer, aber was soll's.
So, haben wir nochmal eine schöne Waffe. Skill nochmal ein bisschen hier und da rein. So, zack. Dann noch ein bisschen auf Glück vielleicht noch so. Gehen jetzt nochmal durch die Ehrenhalle ein bisschen durch. Wir haben die Kundschaftermaske auf. Da muss man auch immer drauf achten, hier, was man für eine Maske auf hat. Ja. Aber ich weiß noch nicht. Ich bin, glaube ich, tatsächlich mehr Fan von der Bärenmaske. Einfach, weil man ja als Krieger so ein bisschen solider unterwegs ist. Uff, und jetzt verlieren wir hier alles. Ja. So, die spammen wir noch schnell durch. Wie gesagt, mit den Pilzen brauche ich ja nicht so drauf gucken. Wie gesagt, ich werde nur darauf achten, dass wir dann bis, ja, dass wir 1000 Pilze uns übrig lassen, falls die Entscheidung so ausgeht, wie ich es vielleicht schon befürchte. Ja, aber werden wir auf jeden Fall sehen. So, Rotlicht-Zuckubus ist noch nicht weiter, ist weiterhin noch nicht möglich. Ja, schade. Und hier, ach so, ja, stimmt, da haben wir ja einen Dungeon, den haben wir, den habe ich, glaube ich, heute freigeschaltet oder so. Warte mal, das wechseln wir mal kurz hier. Und ja, hätte ich natürlich deutlich mehr Epics, dann wäre ich natürlich auch schon bedeutend weiter. Oder ja, sagen wir mal, hätte ich schon Edelsteine, wäre auch schon bedeutend weiter. Aber ja, uns hetzt ja hier keiner auf dem Server, also von daher alles cool. So, wie sieht's hier aus? Uff, der sieht schon wieder sehr schwierig aus hier, der Gegner. Was sagt sie jetzt hier in der Zwischenzeit? Auch nicht sehr viel, ja, ist auch noch nicht so begeistert hier davon. Jetzt setzen mal das Teil auf hier. Mal schauen, ob das dann... Ah, komm, der muss aber noch drin sein hier vielleicht, ne? Oder? Komm, da waren ein paar gute Versuche dabei. Das wäre schön, wenn wir den jetzt noch irgendwie besiegt bekommen. Ja, gut. Wir gedulden uns noch einen Tag. Ja, wir wollen hier nicht zu viel... Ah, ich hätte noch Glücksrad hätte noch machen können hier. Ja. Sehr viele Ressourcen bekommen, glaube ich. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, das hätte ich noch vorher machen können. Dann können wir noch mal ein bisschen reinskillen hier so. Also Glücksrad ist immer, das carried richtig hart rein, muss ich sagen. So. Ja, schade, dass wir den nicht mehr bekommen. Mal gucken. Nochmal testweise hier, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ja, tatsächlich schon irgendwie. Also gefühlt zumindest irgendwie macht es schon einen Unterschied. Aber ist ja auch klar, Kundschafter, Krieger. Ne? Ah! Ah, da haben wir ihn nochmal bekommen und da bekommen wir den Heiligen Gral hier. So, schaffen wir es vielleicht noch den nächsten Gegner hier. Das ist ein Geschickgegner. Uff, da war aber ein Versuch dabei. Der sah sehr gut aus. Ach, komm. Und dann gibt es ja auch Versuche, die sind halt so gar nicht geil irgendwie. Ah, gut, okay, gut. Lassen wir das. Lassen wir das an der Stelle. Was haben wir hier noch? Ach so, das war das Teil hier. Ja, nee, wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir stellen noch bis... So, zack. Kriegen wir noch ein bisschen Gold dazu und dann schauen wir morgen weiter. Und ja, wie gesagt, stimmt auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ne? Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und dann werden wir die Tage sehen, wie ihr euch entschieden habt. Und dementsprechend kommt dann das Video oder eben nicht. Gut, das war es soweit zu mir, zu dem Druiden und mit den Pilzen, was wir hier noch mit den restlichen anfangen, mit den 1000. Und ja, ansonsten war es das. Verpasst den Stream noch, morgen nicht. Wird sehr cool mit Painy zusammen. Ich freue mich schon drauf. Irgendwie mal wieder ein bisschen Zeit mit Painy verbringen. Ist auch leider viel zu selten. Aber ja, werde ich auf jeden Fall morgen genießen. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Falls euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.